Heute ist der 5. Dezember 2018 und das heißt, 5. Adventskalender-Türchen von Deist. Moin Moin und herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Türchen. Irgendwie muss ich mir einen neuen Anfang ausdenken, das ist irgendwie immer auch das Gleiche, oder? Vor allem wiederhole ich mich. Heute habe ich aber was ziemlich Cooles hier mit auf dem Tisch. Und zwar ich als jemand, der sehr, sehr gerne Aristea spielt, nein, beziehungsweise der dreimal Aristea gespielt hat und sich zwei Boxen dazu geholt habe, ohne die mittlerweile gespielt zu haben. Also jemand, der Aristea sehr, sehr gerne mag, das Brettspiel von Corpus Belli, wir kennen das. Wer es nicht kennt, das ist ein Sportbrettspiel, da habe ich mal sowohl ein Review als auch ein Unboxing zu gemacht, der kann sich das gerne mal anschauen. Spielt im Infinity-Universum von Infinity the Game und ist im Endeffekt eine Art Bloodsport mit irgendwelchen Söldnern, die die Punkte versuchen, in eine Arena einzunehmen und dementsprechend agieren müssen und sich bewegen müssen. Das Spiel ist ähnlich wie Infinity sehr wichtig von der Platzierung her, ist ebenfalls wichtig, sehr wichtig von den Sichtlinien her. Und in dem Spiel gibt es natürlich für all das, für die Sichtlinien und für die belegten Plätze, gibt es Marker und vorgedruckte Plätze auf der Spielfläche, auf dem sogenannten Hexadome. Ja, und da haben sich viele Hersteller gedacht, da kann man doch irgendwelche Obstacles in physischer Form machen. Unter anderem MicroArt Studios, von denen ich nämlich jetzt die Aristea Walls und Obstacles hier habe. Die sind typisch für MicroArt Studios aus dem MDF-Holz. Ich meine, das machen mittlerweile viele. Ich glaube, MicroArt waren welche mit der ersten, die das gerade auch mit der Infinity-Lizenz gemacht haben, im großen Stil. Und ja, was soll ich sagen? In dieser Box sind unterschiedliche Werbewände drin, die passen genau alle auf die Flächen, auf des Spielfeldes, also beziehungsweise auf die Flächen, die vorgedruckt sind, plus im Endeffekt die Obstacles, die noch mit dazukommen als Marker. Ein einzelnes Paket ist im Endeffekt genug drin, um einmal das Spielfeld mit dem Kram vollzustellen. Und ihr seht das jetzt hier schon, allein die Tatsache, dass hier jetzt physisch irgendwas steht, macht die Idee von Räumlichkeit und von Sichtlinien schon weitaus glaubwürdiger. Also das kann man auf jeden Fall mehr nachvollziehen. In der Box enthalten sind mehrere MDF-Bögen drin in zwei verschiedenen Stärken, eine relativ dünne und eine relativ dicke Schicht. Und damit werden dann die ganzen Wände zusammengebaut. Weiterhin sind noch für alle die Werbewände, sowohl für die großen als auch für die kleinen, sind noch Aufkleber mit dabei, die dann typisch die Aristeas da im Endeffekt zeigen, wie sie für irgendwas Werbung machen. Das ist recht passend zum Szenario, finde ich recht nett gemacht, kann man da auf jeden Fall mit draufkleben. Ich habe die jetzt noch nicht draufgeklebt, weil die Dinger noch nicht bemalt sind von mir. Ich würde sie tatsächlich gerne erst ansprühen und bemalen und dann die zum Schluss draufkleben. Das wird auf jeden Fall vorkommen, weil ich die auf jeden Fall für unsere zukünftigen Aristeas-Spiele unbedingt nutzen möchte. Dementsprechend, wenn die dann bemalt sind, wenn ich da irgendwelche Ideen zu habe, werde ich euch auf den Social Media kann den Fotos davon schicken, dann könnt ihr das auf jeden Fall dann auch sehen. Kann euch nur nicht versprechen, wann das ist. Ja, der Zusammenbau des ganzen MDF-Holzes ist relativ einfach, wenn man weiß wie. Also fangen wir zum Beispiel bei diesen ganzen Obstacles an. Das sind nämlich die einzigen, die keine richtigen Wände sind. Die sind auch extra so gemacht, wie es auch in den Regeln steht, dass die von der Höhe so sind, dass man drüber gucken kann. Das heißt, die haben ungefähr von so einer Figur nur die Hälfte der Höhe. Ja, so, das heißt, da können sie dann im Endeffekt drüber gucken. Und wir haben dann die Einzelwände, die Zweierwände, die Dreierwände und eine Viererwand, also die vier verschiedene Hexfelder miteinander belegen. Und der Zusammenbau ist bei allen sehr, sehr ähnlich, aber dennoch muss man zumindest die Anleitung, also es gibt einmal dieses Deckblatt, das bloß nicht wegschmeißen, denn hinten drauf ist eine Anleitung, die ist relativ wichtig. Die ganzen Holzbögen sind nummeriert, sodass man weiß, dass in welcher, also eine Nummer ergibt dann im Endeffekt immer ein Typus, den man bauen kann. Zum Beispiel ist die Nummer 0, sind alle Teile drin, die dann über verschiedene Bögen verteilt diese Obstacles, diese Hindernisse beinhalten. Die Nummer 1 sind dann zum Beispiel die einwändigen oder die kleinen, ein Hexfeld großen Werbewände und so weiter und so fort. Das, ich muss gestehen, ich musste am Anfang auch trotzdem ein bisschen gucken, weil die einzelnen Teile nicht durchnummeriert waren, bis ich gemerkt habe, dass für ein und dieselbe Art von Hindernissen mehrere Holzbögen benutzt wurden. Klingt komplizierter als es ist, also immer auf jeden Fall auf die Nummer gucken. Und der Zusammenbau, da haltet euch auf jeden Fall an die Anleitung. Und der ist tatsächlich relativ einfach, weil der Boden ist bei allen gleich. Diese Hexfelder, die bestehen aus 1, 2, 3, 4 unterschiedlichen Teilen. Deswegen haben die auch so unterschiedliche Formabstufungen drin. Wir haben einfach einen runden Bogen, dann haben wir zwei Bögen, die zwei Hexfelder.
die oben drauf geklebt sind, plus da kommt nämlich das dünne Holz mit zum Tragen, das dünne MDF, das kommt oben nochmal für eine relativ dünne Schicht, die aber auch eine Struktur bzw. eingelaserte Form mitliefern. Und das ist das genau das gleiche für 2, für 3 und für die 4er, wobei ich sagen muss, dass die 4er nicht drauf ist auf der Anleitung. Die Anleitung geht tatsächlich nur bis zu den 2er und bis zu den 3er Teilen, aber das 4er ist nicht mit drauf. Wobei, wenn man nach der Anleitung wirklich die Sachen nach und nach baut, weiß man im Endeffekt, nachdem man den 2er, den 3er und auch den 1er gebaut hat, wie man den 4er zusammenbaut. Dennoch schade, dass da kein Platz für die 4er drauf war. Die ist nämlich doch relativ groß und da muss man doch ein bisschen gucken, was passiert. Denn ich finde das recht schön, was mit diesem Holz gemacht wurde, dass es nicht einfach nur komplett glattes Holz ist. Da ist ja mittlerweile extrem viel möglich. Nicht nur, dass man Sachen eingravieren kann, sondern wir haben jetzt auch diese Gitter, die muss man im Endeffekt reinschieben. Und man muss auch dadurch nicht alles kleben. Also wir haben zum Beispiel, haben wir hier so eine leichte Struktur. Die ist ein bisschen dicker hier, wenn wir diese Werbeflächen sehen. Die habe ich zum Beispiel gar nicht geklebt, die ist reingesteckt und erst wenn man das Ding hier oben drauf setzt, das habe ich geklebt und das hier an der Seite, so ein kleiner Pinüppel. Und dadurch halten die dann auch. Mit Holzleim ist das eigentlich alles kein Problem und auch so ein Gimp wie ich konnte die sehr gut zusammenbauen. Ich habe tatsächlich ja, 3 Abende gebraucht, um zusammenzubauen, wobei der eine Abend war nur so eine halbe Stunde. Aber zumindest ging das dementsprechend relativ schnell und weil man die ja dann auch nicht erweitern muss, also bisher gibt es für Aristea nicht mehr als dieses eine Spielfeld, denke ich, kann man dafür auch einiges tun. Wenn man sich die Bilder anguckt, die drauf sind, dann sieht man, dass die Einzelteile alle gesprüht sind, aber in unterschiedlichen Farben. Da müsste man offensichtlich die Sachen ansprühen, bevor sie zusammengebaut werden. Ja. Würde ich nicht machen. Ich würde sie einfach dann ansprühen und dann mit dem Pinsel einfach nacharbeiten. Das ist ganz gut. Und ganz am Ende die Aufkleber aufmachen. Ja, und wenn ich tatsächlich einen Kritikpunkt anbringen muss, und das muss tatsächlich auch, das ist dann, dass die Qualität der Aufkleber nicht allzu gut ist. Also der Druck sieht tatsächlich sehr, sehr, sehr punktig aus. Der ist nicht wirklich leicht unscharf auch. Also der Druck hat wohl nicht genügend Farben gehabt. Auflösung scheint zu funktionieren, aber offensichtlich, ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht das falsche Farbsystem oder einfach nicht die beste Qualität von gedruckten Aufklebern. Kann man sich drüber streiten. Im Endeffekt sieht man aber diese Dinger sowieso immer meistens aus dieser Höhe und dann fällt einem das auch nicht auf, wenn das drauf ist. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass die ganze Box irgendwas zwischen 20 und 25 Euro kostet. Und ich finde, das ist vollkommen okay, dass man sein Spielfeld damit komplett einmal zusammentackern kann und damit dann Aristea auch ein bisschen dreidimensionaler spielen kann. Dementsprechend finde ich das vollkommen okay. Ich finde, das ist eine schöne Sache und ich hatte tatsächlich auch schon geliebäugelt vorher, mir Sachen für Aristea zu holen, weil ich finde es halt einfach doof, wenn man ein Brettspiel hat und die Spielflächen, also man viel mit Sichtlinien arbeitet, aber die Spielflächen einfach nur komplett zweidimensional sind, wenn man dreidimensionale Figuren hat. Finde ich vor allem dann schwierig, wenn die Hindernisse nicht wirklich gut sichtbar bedruckt sind. Bei Aristea ist es jetzt nicht so der Fall, weil da haben die halt alle sind die Hexfelder, die nicht benutzt werden können, sind komplett schwarz. Aber es gibt halt andere Spiele, bei denen wäre sowas zum Beispiel sehr, sehr gut, weil dort, finde ich, ist also einfach nur eine farbige Umrandung von einem Spielfeld zu haben und dann zu sagen, da kommst du nicht durch, finde ich immer ein bisschen doof und ein bisschen unübersichtlich. Und dementsprechend würde ich mir sowas, MicroArts, für viele andere Spiele auch wünschen. Schöne Sache. Ja, mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, schon mehr gesagt, als man eigentlich dazu sagen kann. Ich finde es durchaus eines der Produkte, die ich im Adventskalender habe, die ich am schönsten finde. Und die ich tatsächlich auch echt gut gebrauchen kann. Der Urlaub kommt. Dementsprechend wird da hoffentlich wieder ein bisschen mehr Aristea gespielt. Ja, morgen geht es weiter mit dem 6. Auch morgen ist Nikolaus, ne? Ist Nikolaus, aber nicht bevor ich euch nochmal über das Adventskalender-Gewinnspiel informiert habe. Ihr habt die Möglichkeit, eine Tabletop-Secret-Hidden-Box, geheime Box zu gewinnen. Ein Tabletop-Paket, das vollgepackt ist mit leeren Müll von mir. Nein, also tatsächlich auch ein paar Figuren vielleicht im Spiel. Ich weiß nicht, ich erzähle euch nicht, was drin ist. Auf jeden Fall könnt ihr ein Geheimpaket gewinnen mit ganz viel Tabletop-Kram drin. Was müsst ihr machen? Ihr müsst einfach dieses Video kommentieren und vielleicht auch alle anderen Videos vom Dice Adventskalender. Ende Dezember, Anfang Januar werte ich alle Kommentare aus und werde zufälligerweise einen rausziehen. Und dieser oder diese gewinnt dann dieses Paket. Mehr müsst ihr einfach nicht machen. Ihr müsst natürlich dann nur gucken, ob ich euch anschreibe, weil dann müssen wir irgendwie in Kontakt kommen. Denn ich möchte nicht öffentlich von euch irgendwie Adressen haben, dass da jeder rankommt. Das kriegen wir dann aber schon hin. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Also macht mit, kommentiert und vor allem kommentiert vernünftig. Denn ich möchte von euch wissen, was haltet ihr von diesen Walls und Obstacles für Aristea vom MicroArt Studio? Ich finde sie schick.
aber wie eigentlich fast alles vom Microphone Studio. Ich bin ja immer leicht zu begeistern. Eure Meinung ist hier wichtig, aber wenn ihr was gut findet oder was nicht so gut findet, denkt dran, immer nett zueinander sein, sonst gibt es Krav Maga für alle. Da. Also nicht das T-Shirt, sondern ihr versteht schon.